wo man als AD eine Position beziehen zu der aktuellen Diskussion, die sich um die Reformen am Pensionssystem bewegen. Wir haben das richtig und wichtig gefunden, dass der ADR dazu Position bezieht. Der ADR ist ja bekannt, dass man aus einer Revendikation vom Rentenwesen 1989 entstanden sind, nämlich aus dem Aktionskomitee für eine sechste Pension für jeden Verein, den als Hauptziel hat die Rentengerechtigkeit. Und ich meine, wir können mit Hilfe sagen, dass wir 10 Jahre damals gebraucht haben, bis den 1. Januar 1999, wie die Rentengerechtigkeit heute in Lützeburg Realität geht, als an dem, dass wir von dem Datum ein Rentensystem haben, sowohl für den privaten als auch den öffentlichen Sektor, wo jeder in dieselbe Kotisationen bezieht, dann aufgrund von seinen Kotisationen auch dieselbe Pensionsberechnung kriegt. Für uns ist es wichtig, dass die zwei Pensionssysteme, die wir hier im Land tun, die privaten und den öffentlichen, dass die zwei Systeme langfristig finanziell aufgesichert sind, für auch den kommenden Generationen, die aktiv sind, respektive die Generationen, die nach Geburt gehen, auch hier in Zukunft, hier im Land, eine ordentliche Pension können zu garantieren. Und dafür, meine ich, wenn ich so, dass Pensionen von heute aufgesichert sind, so haben wir im Privatsektor am Blick 10,5 Milliarden Euro Reserven. Das bedeutet eine Deckungsperiode von 3,7 Majoresausgaben. In anderen Worten, wenn heute keine Kotisationen mehr dafür bezahlt gehen, könnte man am Privatsektor nach 3,7 Jahren Pensionen integral ausbezahlen. Am öffentlichen Sektor haben wir keine Reserven. Da gehen die Pensionen all Jahres einfach aus dem Staatsbudget bezahlt. Und wir haben damals gesagt, dass wir den Dussolten hingehen an die Kotisationen, die von den neuen Funktionären, also die nur am 1. Januar 1990 an den öffentlichen Sektor angetreten sind, die Kotisationen sollten tun, ob ein Pensionsfonds überweisen für den Sektor Publik. Wir wissen also, dass kurzfristig kein Handlungsbedarf besteht. Wir wissen aber, dass wenn ohne Korrekturen und Systeme mit so einem permanenten wirtschaftlichen Wachstum kondamniert sind. Das System kann überleben, wenn wir geben, auch in Zukunft an der Moyenne 3,5-4% am Jahr wachsen, was dann aber zur Konsequenz hat, dass wir heute in Lützeburg die Kotisanten, die Leute, die geben, bezahlen, am Jahr 2050 auf 1,5 Millionen Viren, was auch kürzlich von einem Expert, von Herrn Robert Kiefer, Präsident von der Pensionskasse, aktuell viel gerechnet kann, also was er noch nicht kann falsch machen. Und wir sagen, das kann nicht sein, und dann gibt es doch natürlich Grenzen. Und wann in die Wirtschaft kriegt, packt das Land so viel Avoner, packen wir so viel Frontalier, gibt es überhaupt so viel Frontalier, wollen wir überhaupt ein Land gehen, wo 1,5 Millionen Leute müssen wohnen, danach genauso viele Leute all da müssen über die Grenze kommen, packen als Infrastrukturen, das gerieren den Plus-Value und wirtschaftlichem Wachstum überhaupt genug Gelder für die Nachfolgekosten zu decken, die in daraus entstehen, und schulischen und anderen Infrastrukturen und Straßen, packt als Umwelt, das der Wohnungsbau, packen wir das alles. Das ist also die Frage, die ich mich stellen muss, und ich meine, den Vertrauen, die als für uns klar, wir können uns nicht einem System unterwerfen, was uns dazu kondamniert, die Wachstum müssen zu haben, und dafür meine ich, muss ich bereit sein, dann auch im Rentensystem etwas zu ändern, das ist alternativ. Akzeptiert den entweder die stramme Wachstum mit seinen Konsequenzen oder seht den alternativ, als dass man etwas im System ändern, wodurch wir dann nicht mehr kondamniert sind, eben das als Ziel müssen zu haben. Wenn ich das machen will, will ich aber vorausschicken, dass ich nicht kann hingehen
Und wenn ihr auf der einen Seite wollt, das Pensionssystem so ändern, dass es so langfristig finanzierbar ist, ohne stramme Wurstum, dann setzt ihr dafür aus, dass die Malfertigung nicht hingeht und die Gelder, die an den Pensionsfonds sind, zweckentfremd. Es wird Jean-Claude Juncker, den Wort von der Rentenmauer erfunden wird für eine Reihe von Jahren, wo gesagt, wenn wir nicht machen, dann rennen wir wieder eine Rentenmauer. Mit dieser Woche hier gewesen, den Center hier systematisch und permanent für sein Staatsbudget an den Equilibre zu kriegen, immer an Pensionskäse vom Privatsektor Gelder klauen gegangen aus. Das ist ausgegangen schon 1993. Bis 1993 aus dem Prä-Retreat aus dem Beschäftigungsfonds, aus dem Fonds pour l'Emploi, bezahlt ging. 1993 hast du noch einfach gesetzt, gemäht ging, was gesagt, gehen wir in Zukunft gehen, geht Prä-Retreat, schwätze von der Prä-Retreat, die wir an Betriebe haben, wo wirtschaftlich Probleme sind, von der Prä-Retreat, schwätze nicht, als dann du diese Idee ging, dass das gibt, ob Pensionskrisen überdrohen ging. 2002, als der Revenu d'Attente von einer der Pension, an der Adam angeschrieben hat, als Schomer, und ich fand kein Erbisch, da kriegt ein Revenu d'Attente. 2002 hast du ein Gesetz gemacht, dass der Revenu d'Attente auch gibt, von der Pensionskrise Allianz und der Adam und der Fonds pour l'Emploi zurückbezahlt ging. 2003 hast du ein Gesetz für 130 Millionen Defizite von der Krankenkasse einfach über einen Transfer von 130 Millionen von der Pensionskasse auf Krankenkassen transferiert gehen. 2005, als per Gesetz sind Verwaltungskosten, die der Staat und der Pensionskassen hat, sind die und Pensionskassen transferiert gehen. Und aufgrund von der Tripartit von 2006 sind Babyjahre nicht mehr vom Staat, mehr von der Rentenkäse bezahlt, gehen die Komplement differenziell, als nicht mehr vom Staat, mehr von der Pensionskäse bezahlt gehen. An die Bedelung vom Staat bei der Anpassung von den Unfallrenten, als nicht mehr vom Staat, mehr auch von den Unfallkäsen bezahlt gehen. All die Maßnahmen haben zusammen bis heute kumuliert Pensionskäse am Privatsektor rund 750 Millionen Kosten. Der Tisch, das wird immer von einer Rentenmauer geschwärzt gehen, mit dem Staat für sein Budget an den Equilibre zu gehen oder dass er nicht soll so stark defizitär gehen, wird systematisch Decisionen geholt, wo Transfere gemäht zu gehen vom Staatsbudget zugunsten vom Staatsbudget zu ungunsten von den Pensionskassen aus dem Privatsektor, wie gesagt, für 750 Millionen an den letzten 12 Jahren. Wir sagen, dass das falsch ist, kann ich nicht von einer Rentenmauer schwätzen und dann die Rentenmauer sich selber bauen, indem da den an Pensionskäse Gelder klauen